Also definitiv hat einer doch zu früh gestartet hier. Die abgehen hier. What the fuck? Dritter Gang, Alter. Was hast du eigentlich für ein Lenkrad hier, Mini? Ich hab das ja schon gesagt, ich hab's noch nicht gecheckt. Hat der nicht vorhin schon die Joggerrunde genommen, der andere? Wow! Das war, glaube ich, nicht so gewollt von ihm, ne? Aus Versehen. Vielleicht die Runde genommen, reingerutscht. Aber der holt mich schon ein. Die sind gut hier. Die fahren echt gute zwei hier. Aber super, freut mich. Ist die Runde. Wieso fahren die alle? Schau mal, die fahren alle mehrfach die Joggerrunde. Gibt es irgendwie einen gewissen Vorteil dann dadurch? Ich bin da immer sehr langsam bei der Joggerrunde. Gibt es irgendwie Punkte mehr? Hm? Nein. Scheiße. Ja, bin ich bestimmt. Alter! Dieser blöde vierte Gang, das ist Wahnsinn. Jedes Mal anders. Nett hat er nur überholt in der letzten Kurve. Sau geil. Schau mal, weil ich diesen verfickten vierten Gang nicht gekriegt hab, Mann. Ey. Wahnsinn. Du musst in den Liga beitreten. Die Webseite, man kann mir den Link beitreten und jederzeit wieder verlassen. Ich fahre mit G27, wird ab F nächste ausgerichtet in Thrustmaster. Okay, cool. Holst du dir das T500 oder wie? Wahnsinn. Immer da an der Kuppe. Ich glaube, in der Luft kann ich nicht schalten. Ich jump da mal her. GG. Was ich aber echt nicht verstehe, dass diese Schweden. Ich bin doch bei Schweden. Da ist doch. Geht's doch so links hoch. Die starten Ziel und dann geht's runter. Dann geht's doch normalerweise links die erste Kurve. Ich fahre hier rechts und dann links. Also das T300, okay. Ich habe das TX hier. Mit GT-Aufsatz und Ferrari-Aufsatz. Formel 1-Aufsatz, sorry. GTE-Aufsatz und Formel 1-Aufsatz. Aber das kann ich nicht nutzen an der PlayStation. Das ist ja Xbox und PC only. So, na dann, auf geht's.
Ah, jetzt haben wir schon zwei. Zwei Gruppierungen, cool. Auf geht's. Wow, wow, sofort gebumst ihn und sofort weg. Toll. Mutter, verreckt. Schade. So scheiß reingesprungen in den. Das kann mir keiner erzählen, dass das die lange ist. Ich bin die lange vorher doch gefahren. Sehr seltsam, sehr seltsam. Auch das, diese Kurve bin ich nie gefahren. Ich bin vorhin offline gefahren, so ein bisschen oder. Und hier bin ich direkt im vierten Gang, konnte ich durchfahren. Weiß einer, welche Variante ich gefahren bin? So, scheiße, wenn man sich genau an eine Strecke gewöhnt. Streckenführung. Jetzt kommst du doch hier mit der Joke-Runde, wo ich rechts mich halten muss, ja. Nein, 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 nein! Wahnsinn, ey. Das ist mir am Anfang mal wieder passiert, jetzt eine Zeit lang nicht mehr, jetzt wieder. Wenn ich hinterher gut ist. Scheiß drauf. Also hier, genau an der Stelle war die Dingrunde. Die Joker-Runde. Ich muss mal schauen, welche es ist. Hammer. Und noch Blödsinn habe ich. Ohne Witz. Kann ich hier so? Und dann drehe ich mich wieder. Ist ja klar. Ja, gut. Ich komme mit diesen Streckenabschnitten nicht klar. Wow. Dein rechter Vorderreifen ist platt. Die Streckenführung ist schwieriger als die andere. Und ich dachte vorher, ich bin die voll gefahren. Ich dachte vorher, ich wäre die voll gefahren. Bin halt gar nicht klar gekommen hier mit der Streckenführung, überhaupt nicht klar, also GG. Aber macht ja nichts. Muss ich mir mal offline in Ruhe anschauen oder ich werde schon schauen. Ist halt krass, dieses über den Hügel drüber und danach geht's nach rechts und nach links, dann jumpst du und kannst da gar nicht mehr irgendwie reagieren. Das hat schon vorher in die richtige Richtung einschlagen und es dann weiß, dann passt da nicht. Bin ich erster Gang rein. Ja, Benny, moin, grüß dich. Schön, dass du da bist, willkommen. Alte Vorhaut hier. So.
Schön international hier. England, Belgien, Italien. Und mehr habe ich jetzt nicht gesehen. Also Deutschland halt, ne? Ja, passt. Hier ist um Mitternacht raus der kommende Spiel für die Konsolen. Dachte mir, testen wir mal. Und ich mache mir selbst das Leben schwer, indem ich hier komplett schalte, anstatt mit den Schaltwürmern zu spielen. Aber es macht ja nichts. So gefällt mir das. Mit Kupplung, mit allem, weißt du, Benny? Kupplung, Gas, alles. Kennst du ja. Du hast ja auch das G27, von daher muss ich dir nichts sagen. Nein, was ist denn? Wow, nein, das war so gut gerade. Blöder Hu. Was ist mich denn? Seriously, also. Sollte das erscheinen, aber das war jetzt echt. Das war jetzt echt hier mal. Also. Darfst da gar keine Sekunde irgendwie. So ein Blödsinn, hä? So ein Blödsinn, ohne Scheiß. Einfach mal durch den hier zwischendurch. Du hast während der Zuckerrunde deine Position gehalten. Ja, ich habe die Position gehalten, weil ich verfickt nochmal letzter bin. Stolz bin ich drauf. Schade. Hier komme ich die Hügel nicht gescheit hoch. Ah, das war ein GG, also Fahrfehler von Gex. Das war echt GG, ey, ohne Scheiß. Dem passiert? Doch irgendeinen Scheiß gemacht. Wow. Welch gut oder was der andere? Oder ist er schon im Ziel? Kann glaube ich gar nicht sein. So, wunderbar. Letzter gewonnen, glaube ich. Der andere glaube ich gar nicht gezählt, der da steht. Ne, vorletzter, aber schaut euch mal an die Zeiten. Ach, das geht eigentlich. 38 043 38 894. Ja, okay. Also passt, gefällt mir. Schön, schön. Hauptsache meine Mietgebühren reinbekommen hier. Muss man das Auto irgendwann kaufen, aber ich habe die Kohle nicht. Das kann sein hier. Made by Tille. Das kann sein, ja. Wollten gescheiten Gegner haben, nicht so ein Noob, der da hier. Vielleicht habe ich ihm auch sein Auto versaut, als ich hinten reingerannt bin, irgendwie. In der Kurve. Keine Ahnung. Noch ist alles drin. Noch können wir letzter werden. Ist kein Problem, das schaffen wir. Schön. Nee, da braucht keiner reden. Muss ich wieder muten. Ja, der andere vorher. Ja, ja. Wie geht's denn hier, Benny, am Valhalla-Gedönse mit deinem Sniper-Freund? Habt ihr euch schön eingelebt? Ja, schon losfahren.
schon losfahren bei 3 Sekunden. 3 und der andere fährt los. 2, ander fährt los. 1, 0 und dann fahre ich irgendwann los in 2 Stunden. Alles super, das freut mich. Hast du endlich bei dir deinen Süßen? Habt ihr lange genug gewartet? Gibt es denn echt nur die 3 Strecken hier? 3 Strecken, 3 Varianten, also 9. Nee, verschaltet geht nicht. Warum haben die oben? Da müssen die zweimal die Ding fahren. Die Joker-Runde, die haben da oben so 2 Dreiecke. Ich weiß nicht, warum ist das dann Pflicht? Müssen die zweimal fahren? Sind die dann besser vom Skill her? Wow, die ziehen davon, Leute. Wow, geil. Super, okay, ich sehe. Ich habe immer noch meinen zwischendurch immer mit mir heiß. Ich habe voll die Magen-Darm-Probleme. Das ist echt kacke gerade. Hab hier leichte. Ich sag mal schon Unterleibschmerzen. Das ist vielleicht falsches Geschlecht. Also. Die anderen abgehen, wie krass. Yo! Zu langsam. GG. Schaut dir an, wie krass die in der Gruppe waren. Wow, 42. Bin ich in 41. Ja, Vierter. Meisterschaftsposition 4, Platz 3 belegt. Ja, ich habe das Glück, dass immer einer Rage quittet, dann passt das schon. Oder die PlayStation abstürzt wie bei mir vorher. Kann ja auch passieren. Kann man das irgendwie noch ändern? Auswählen, Einstellung ändern, Fahrzeugwechsel. Also ich meine generell die Strecken jetzt anpassen irgendwie. Einstellung ändern, Viereck. Ah, hier. Wie kann ich die Strecken anpassen? Keine Ahnung. Ja gut, fahren wir nochmal. Geh ich danach aufs Klo. Muss danach nochmal hier Gedönse. Das ist aber cool. Also schon lustig. Rally Cross, nice. Also Rally werden wir auch noch viel fahren bestimmt, aber momentan macht mir das hier Spaß und fahren wir einfach. Rally ist eine ganz andere Sache. Da muss man wirklich voll konzentriert fahren, dem Beifahrer zuhören und dann wirklich
komplett dabei sein. Okay, jetzt wieder die andere. Mal schauen, wir die Steckenführung habe ich immer noch nicht im Kopf. Also bei Rallye muss ich halt fit sein, muss ich noch sagen. Nicht dann mit Darm, mit Magenkrämpfen hier und wieder Klo gehen alle paar Minuten. Ich sehe nichts, wo geht's lang? Nein, und gedreht. Komm, 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 dreh dich zurück. Komm. Ja, war noch ein bisschen abgefallen. Immerhin Glück gehabt hier. Ach, das ist dieser scheiß Streckenabschnitt da. Sind aber, bei der Strecke ist es oft so, diese Kurven, dass man so nach dem Jump, man sieht halt nicht, wo man hinjumpt. Und dann jumpt man sein Verderben. Hier ist es, glaube ich, nachher genauso nach rechts. Ah ne, hier ist das einzige Mal, wo du eigentlich schön fahren kannst, ohne Probleme. Ist es hier, wo man so jumpt und dann bei der Dingrunde rausfliegt? Ja. Ja, schon wieder. War ich dagegen? Falsche Richtung gelenkt. Kurz. Links und rechts gelenkt. Darf ich nicht machen. Ich darf nicht so blöd da wegjumpen. Ist böse. Schwierig. Den muss ich mir merken. Am Anfang das erste Mal geht klar, ohne Probleme. Kann man einfach so schön driften hier und jumpen. Jetzt hier ist das. Ich muss doch versuchen. Ich muss gerade springen und dann erst lenken, würde ich sagen. Dann will ich hier schön rumkommen, aber mach das mal in Hütze des Gefechts. Oh, die zwei VWs hier bumsen sich da an. Der tut richtig geil sliden. Links sliden, rechts sliden. Hier, glaube ich, geht es normal. Ja. Das ist das einzige Steck am Schluss, wo es normal geht. Ich habe jetzt nicht. Komm. Habe ich nicht gemacht. Sei nicht so. Habe ich nicht gemacht. Nein, nein, schon wieder das gleiche. Schon wieder aufgebockt. Schon wieder aufgebockt hier. Weil gelenkt und dann gegengelenkt. Mach mal aufkommen. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll, dass ich das. Und der Gegenweg. Keine Ahnung. Dritter, ich will Dritter. Wo ist der verfickte dritte Gang, Alter? Was soll das? So schlecht dieses Ding hier. Oh Mann. Wahnsinn. Ja, schau, doch schnellste Runde sogar. Aber halt nur Zweiter im Gesamtding. 40-0. Ach. 40. Ah, schnellste Runde ever. Von beiden Sessions hier. Bist du am Schalten, suchst den Gang hier, nichts passiert. So, weiter geht's. Schön. Ja, klar, Kekse. Auf jeden Fall. Das wäre ganz schillig. Und da steuern Leute, dass du mit der Vorderseite deines Autos gegen die Wand knallst. Übersteuern bitte, dass du mit dem Heck gegen die Wand knallst. Ja, ich hab Untersteuern bei der einen Kurve. Wenn ich wieder da bin, dann sage ich euch, welche ich meine. Nee, schon wieder? Lol. Schade.
Was soll das? Schon frech. Voll PlayStation-Arrow hier. Schon zwei Abstürze, also vom Spiel. Läuft stabil, muss ich sagen, ist super. Sau geil. Gespeicherte Daten, 10 Megabyte. Geh mal gleich sofort wieder ins PvP. Auf geht's. Hauptsache die Kohle ist da, dass ich mir das Auto leihen kann. Und jetzt schauen wir uns mal kurz. Was fahren denn eigentlich die anderen für Schmarrn? Ich fahre mal woanders mit. Ja, die Schneesturm-Server machen Faxen, wenn ich nicht bald meinen Beta- und Alpha-Zugang kriege. Also, ich habe keine Ahnung. Wenn ich es nicht kriege, dann spiele ich es auch nicht. Das ist ganz einfach. Da bin ich jetzt beleidigt. Fahrzeug wechseln. Ja. Nehmen wir den. Weiterhin. Achso, nee. Leihen. Ich kann ja nichts kaufen, ich habe kein Geld, ich muss leihen. Sind wir einfach in ein random Event rein. Rundenlänge 4 habe ich auch so gemacht. Es kann halt nur sein, dass jetzt die Leute drin sind, die auch. Ich mag das nicht. Ich mag schon, dass sie mit gleichen Bedingungen fahren. Deswegen schon eigene Lobby machen. Also ist das hier Meisterschaftsspiele? Was ist das überhaupt? Steht da keine Erklärung? Und schnelles Event, Meisterschaft zu. Ist das nicht das gleiche hier? Wob, grüß dich. Schön, dass du da bist. Willkommen. Nee, ich habe nicht frei. Ich arbeite immer Spätschicht. Sprich, ich bin aus der Arbeit nach Hause gekommen, hab dann noch was erledigt und hab dann angefangen zu streamen und da bin ich noch. Und um 16 Uhr geht's weiter mit der Arbeit. Das heißt, ich muss bis 16 Uhr zu Ende streamen, noch schlafen, einiges erledigen und dann das Leben durchschaffen. Ich habe mich halt irgendwie 50 Mal oder so für irgendwelche Beta-Spiele angemeldet. Okay. Was ist der Unterschied zwischen den beiden hier? Wenn ich auf Desk gehe, ist nicht das gleiche. Suchen, erstellen. Ich mach das wieder. Schon offen. Ich finde es schon gut mit 3 Rennen. Rundenzahl finde ich schon 4 gut. 3 wären ja auch nicht verkehrt. Aber an 4 kann man mehr falsch machen. Autostarts aus. Nochmal Einzelspur, oder? Ja. Platzierung ist zufällig. Kollision ein. Gar keine Fahrhilfen will ich haben. Passt. Mach mal. Ich mach zuerst Schweden. Schweden Clubman Junior. Welches ist denn die Strecke? Ich glaube, Junior sind wir vorher gefahren. Machen wir alle mal Junior, oder? Mach mal alle mal Junior zum Test. England Junior, Schweden Junior haben wir und Norwegen Junior. Norwegen. Wie, es gibt Norwegen kein Junior. Es gibt nur volle Strecke und Clubman. Hä? Wieso gibt es, wieso haben die Norweger was gegen die Jugend? Penner. Norwegen volle. Mach mal Dark Clubman. Okay. Bedingungen ändern R1. Bedingungen zufällig ausgestalten. Zufällig, nee. Ja, genau. So schaut's aus hier. Genau so hier, Mob. Na dann. Mal schauen. Zweimal Junior. Weiß nicht, ob wir die gefahren sind. Aber ich glaube, die Schwedenstrecke ist die richtige Strecke. Vielleicht finden wir mal coole Leute, die in der nächsten Zeit, dass wir vielleicht so ein bisschen öfters fahren können hier, auch mit der Community. Aber nachts und in der Früh wird schwer, aber drauf geschissen, ich zieh's durch und vielleicht treffen wir welche. Wenn nicht, dann halt nicht. So, mal warten hier. Muss ich Benny, du hast doch auch ein Lenkrad, Benny, auf geht's hier. Schon joinen hier.
Nicht immer nur Dinos hier. Ich habe schon voll Bock auf Ark noch, aber Ark spielen wir nicht mal zur kürzlichen Zeit da bin, so am Tag, wenn... ja, wenn noch ein paar da sind, ein paar mehr Leute. Ich habe schon Bock, die drei neuen Dinos zu sehen. Ich habe mir die noch gar nicht angeschaut, bei keinem einzigen oder anderen Stream. Ich möchte das alles selbst entdecken. Von daher... Ja, das ist cool. Nee, also wir können es auch auf der am PC spielen, habe ich auch. Das ist kein Problem. Auf PC habe ich die Early Access damals geholt für 12 oder 15 Euro, noch ganz am Anfang. Und kann man da genauso spielen. Ich versuche halt jetzt das Lenkrad so einzustellen, dass ich einfach umstecken kann von PS4 auf PC und dann je nachdem, wo die Leute halt da sind, zocken wir halt dann. Machen wir zu dritt, fangen wir zu dritt an und dann schauen wir mal. Finde ich gut, am Release-Tag spielen noch viele und dann ist im Online was los. Das freut mich. So. Ah ja, die wollen fahren, dann fahren wir, auf geht's. Kann man schon einstellen, Sprache. Jeder oder bestimmte Länder filtern. Schon Nazi-Style da. Was kostet das eigentlich jetzt für PC, das Game? Dirt Rally. 31,99, okay, das ist ja noch vertretbar. 24 bis 48 Stunden Lieferzeit ist besoffen. Geht schon los? Huch, auf geht's. Erster Gang, schon mal rein. Kupplung gedrückt halten. Ach so, nee, doch nicht. Ja, doch schon, auf geht's. Junior-Strecke, muss ich schauen, ob es die Variante ist, die ich kenne. Komm, Ziel. Alter, beide Fehlstart. Und ich werde dann bestraft nachher noch. Ja, das ist die Version, dass ich hier mit vierten Gang fahren kann. Ja, und dann dritter und dann um. Das ist die Version, die ich kannte, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Anfang stimmt. Ja, das ist in jedem Game, so hast du recht, ja. Doch, das ist, glaube ich, die richtige Version. Wenn ich jetzt hier nicht so... Ja! 15 Sekunden Strafe! Und der Motor verreckt. Seriously, ey. Leck mich doch, krass. Das war jetzt böse. Ich habe nur so ein kleines Schild umgefahren, also... Die Rennkommissäre sind hier die Nazis hier, ne? Die das so bewertet haben hier. Ja, so schön hier. So schön driften die erste Kurve. In den vierten Gang. In den fünften, hier den dritten wieder, wenn es funktioniert. Ja, so, so. Baut mir das. Vielleicht war das Schild, ja. Insgeheim haben sie mit dem Schild Werbung gemacht. Product Placement und ich fahre es um. Gerade die Strecke, die mir jetzt hier gefällt, weißt. Die ich eigentlich kann. Ich hab sogar noch teilweise aufgeholt. Keine Ahnung, was der für Blödsinn gemacht hat, aber... Was ist mit dem passiert? Ui, 24,8 ist krass. Fast 30. Boah. Da, schon nett. Nette Penner. Willkommen, Benny. Also ist die Strecke, die mir gefällt, ist bei... In Schweden hier sind die, ist das Junior-Gedönse. Klingt irgendwie nach Pedos-Zeit, wenn ich sage, Junior gefällt mir, aber die Variante der Schweden-Strecke ist der Junior-Style, der mir gefällt.
Mach mal 22. Ich fahre mit dem Peugeot? Das merke ich erst jetzt. Ich habe vergessen, mein Citroën zu nehmen. Kräte das Mobil. Kein Wunder, dass ich mal gegen die Wand fahre. Deswegen gab es die Strafe. Also, wenn der nicht irgendein Delay hat. Wow! Merci. Der. Also, der eine ist auf jeden Fall zu früh gestartet, das kannst du mir erzählen. Irgendwie wackelt mein Auto hier. Ach, die Klappen, Schreck, ist nach rechts. Ne, ist der Junior-Gedönse. Nur Norwegen hat keine Junior. Krank. Weil diesmal die Kekse schuld sind. Und sie zum Krümel zertreten werden müssen. Schuld. Da. Erzählt mir der Oxy im Chat, ich bin schuld hier. Zähl fix nochmal. Zertrampeln werde ich dich. Das war auch nicht nett beabsichtigt. Dose 06. Ich bin, glaube ich, raus, oder? Was? Brasilianer und. Ist das Australien oder Neuseeland? Also ich müsste doch was kriegen, oder? Für die klasse Leistung. Aber ich finde es nicht schlecht. Das Setup ist okay. Ich werde das schon noch so machen, wie ich gesagt habe. Glaube ich, auf Schaltwippen. Wenn ich dann Rallye fahre, mit Schaltwippen. Gut, dass ich nochmal Schaltwippen sage. Kupplung für Handbremse. Bremse und rechter Fuß Gas, linker Fuß Bremse und Handbremse. Und Schaltwippen. Nicht hier mit dem. Da verlierst du zu viel Zeit. Aber das machen wir dann, wenn wir kompetitiv spielen und nicht am ersten Tag. Australien, alles klar. Ja, Neuseeland ist ja ähnlich und hat mehr Sterne drauf oder so. Wow. Ich habe irgendwas gedrückt. Und anderen teilnehmen. Finde ich schön, dass man auf der PlayStation hier weltweit fährt. Zweiter Gang ging nicht. Wow! Jetzt come on! Oh, Motor verreckt wieder. Ja, sowas fickt dich dann halt. Das war's halt dann, ne? GG. Nein, was ist denn? Was ist? Es ist eine andere Streckenführung hier. Ich kenne die gar nicht, lol. Ach stimmt, wir fahren ja hier jetzt Klappmengedönse. Gut, Anna wusste auch nicht, wo es lang geht. Wow! Der fährt da genauso wie ich, da gibt's ja noch so einen Verrückten. Ja, Wikipedia, dein voller Helfer. Hey, beweg dich. Was ist mit dir los?
ich finde die Variante auch schön. Also ich finde die nicht schlimm, die Variante, muss ich sagen. Das Auto vor dir hat den Joker noch nicht absolviert. Vermutlich würde es das in der letzten Runde tun. Du hast während der Joker-Runde deine Position gehalten. Das ist nett von dir. Dass du so gnädig warst, um mir die Position zu lassen. Das Auto hinter dir hat den Joker noch nicht absolviert. Der doch gar... Achso, doch, ich dachte schon, das ist schon letzte Runde, deswegen dachte ich schon, oh, der muss nicht Joker machen. Das ist böse, wenn er es nicht macht. Was ist mit dem? Alter, ist wieder einer mit Rage Quit hier. Der Gerät, Gräste. Moin Meister, Kappa. Es läuft. Was ist mit dem passiert? Na, ja, das war der Platz 1. Das war der erste. Habt ihr das gesehen? Der erste habe ich noch rausgehauen. Ich habe den überholt und dann hat er mich gekickt in der letzten... Ey, so ein Motherfucker, ey, ohne Witz hier. Motherfucker, ey. Grüß dich, Rusty, servus. Das ist der Frankfurter Ring, Entschuldigung. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn überholt, habe Gas gegeben, dann ist er voll in mich reingegangen, dass er mich dreht und dann, dass er auf Platz 1 ans Ziel kommt. So sind sie. Fünfter fucking Kontinent und so, ey. Das Lenkrad ist seit 2012 oder Ende 2011 im, ich wollte schon sagen, im Kühlschrank, also am Dachboden verstaubt. Habe ich wieder rausgeholt am letzte Woche. Also, das war jetzt schon... Schon GG von dem. Das musste mal gesagt werden. Gesundheit. Schade, dass man in der Lobby nicht nochmal ändern kann, die Strecken. Nochmal neue Lobby aufmachen anscheinend. Na dann, machen wir nochmal. Auf geht's. PvP. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein begeisterter PvP-Spieler. Dann mache ich ja PvP hier. So, das Neue ist umgezogen. Selbst schuld. Hat's dir denn nicht mehr so da gefallen, wo du warst? Ja, ja. Ja, ist noch einer gejoint. Wunderbar. Zeit, 6 Sekunden. Passt. Also ein bisschen klein, 3 Events, nur 3 Rennen. Ich weiß nicht. Ich möchte was Größeres online haben. So richtig mehr Events. Pack die Schrotflinte ein. Werde ich machen. Werde ich tun hier. Wenn sie mich hier wieder so anbumsen hier. Ja, im anderen Hotel kannst du ungestört, ne, deine ganzen Ladies einladen und die ganzen Porno-Partys feiern. Sicher, bei Hotel Mama ist das schwieriger. Shit, ich wollte Auto wechseln. Ich wollte wieder mein Citroën DS3 haben. So wie der Statement, glaube ich, müsste der heißen. Scott LaRock, hello, servus, Gäste, welcome. LOL, ja, yeah? Jetzt lol. GG. Dieser Frühstart wieder. Dieser Frühstart, ohne Scheiß. Also. Achso, hallo. Alles klar. Dann hallo. Mit LOL konnte ich jetzt international nichts anfangen.
Es ist nur ein Fiesta. Nein, dritter Gang geht nicht rein. Wow, ich wollte eigentlich den dritten, ich habe voll den ersten erwischt. Hey. Das ist nicht so einfach mit dem blöden Fahren hier, mit dem Schalten. Erwischen dritten, ja, dritter geht. Für die Strecke, wo ich vorhin mal in der Schuldung gefahren habe, 50 Sekunden Strafe bekommen. Wow! Nice, also der ist gut von da vorne. 101 PS, geil. Schön. Zweiter geworden. Ich dachte, ich bin... War das der erste vor mir? Ich dachte, ich bin letzter und das ist der vierte, der dritte vor mir oder so. So, GG. Nö, ich hab nichts gegen Fiesta. Alles gut, ich finde, jeder sollte einen haben. Mindestens einen in seinem Leben. Und die Erfahrung gemacht zu haben. Möchtest du in einem eigenen Event gegen deine Freunde antreten? Nö, startet eine Dirt-Liga auf Dirt Game. Das kann ich machen. Das wollte ich eh machen. Oder irgendeiner beitreten. Ich kann meine eigene machen hier. Geht das? Meine eigene machen und dann können einige komische Leute da beitreten und dann mich besiegen. So, wir haben nicht gelacht bei Besiegen, das machen sie eh. Anrennen, teilnehmen. So, Kupplung schon mal drücken hier. Scott LaRock, danke dir für dein Follow, willkommen. Schön, dass du da bist. Ey, dieser Frühstarter. Das sind solche, die beim Sex immer zu früh kommen. Also wirklich zu früh. Egal, die wissen, es macht Spaß, danach ist es egal. Ah, you're welcome. Where are you from, my friend? Are you German? Are you... Yeah, I'm not sure. You said hello, German and English. Yeah, the Wild Wolf. Yeah, Captain Horrible Project. Oh, was ist denn mit dem passiert? Wird sich hingelegt hier. Wir erwarten, dass das Auto vor dir die letzte Runde als Lokrunde fahren wird. Ja, das kann er machen. Zeit wird's. Oh, you're from Holland. I see, okay. Ja, ein bisschen Deutsch sprecht ihr eigentlich alle. Super. Aber ich kann kein Holländisch. Uah. Yo, letzter, oder? Shit, das war nicht so toll hier. Nee, zweiter? Warum? Ach, wegen dem Fehlstart? Sprechen ist kein Problem, aber Grammatik, das können nicht einmal die Deutschen, also mach dir da keine Sorgen, Grammatik ist eigentlich auf Twitch egal. Du fällst auf, wenn du alles richtig schreibst, wenn du viel falsch schreibst, ist das kein Problem.
F350 lieber in